Medaillen, die an ein sportliches Leben erinnern. Jeden Tag sind Vater und Sohn gelaufen, doch damit ist es vorbei. Jan Raab, 19 Jahre jung, Student für Wirtschaftsrecht, erfolgreicher Triathlet. Nach seiner dritten Corona-Impfung ist nichts mehr wie vorher. Nach der Impfung musste ich erstmal wochenlang nur im Bett liegen, da ging wirklich überhaupt nichts. Mittlerweile kann ich auch mal hier raus auf die Terrasse, kann auch mal 10 bis 15 Minuten spazieren gehen. Aber danach muss ich mich wieder hinlegen, eben weil ich absolute Herzschwäche habe. Zusätzlich habe ich aber auch Schmerzen in den Händen. Ich habe Atembeschwerden und Tinnitus und ein regelmäßiges Stechen in der Brust. Ein Marathon durch die Arztpraxen und Kliniken beginnt, die Diagnose niederschmetternd. Herzmuskelentzündung und damit nicht genug. Hier steht es nochmal, ja. Die Hälfte im Prinzip deines Herzens hat Schäden davon getragen. Dieses fleckige LED Enhancement, das sind halt Gewebeveränderungen im Herz. Und das sind halt Narben, die sich eben allein durch die Impfung gebildet haben. Auch die Mediziner teilen diesen Verdacht, melden seinen Fall weiter an das Paul-Ehrlich-Institut. Hier werden mögliche Impffolgeschäden erfasst. Wir finden keinen Arzt, der sich dazu vor der Kamera äußert. Aus der Rostocker Unimedizin kommt eine schriftliche Antwort. Wir behandeln regelmäßig Patientinnen, die wegen möglicher Impfnebenwirkungen bei uns vorgestellt werden. Die Untersuchung und Behandlung erfolgt in Abhängigkeit des klinischen Bildes ambulant oder stationär, im Wesentlichen in der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten, der Kardiologie, Neurologie oder Dermatologie. Mögliche Impfnebenwirkungen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gemeldet, auch wenn noch kein gesicherter Zusammenhang zu einer Impfung etabliert ist. Andere äußern sich nur komplett anonym. Seitdem geimpft wird, habe ich zunehmend neue Patienten mit Symptomen verschiedenster Natur. Völlig neue Krankheitsbilder bis hin zu völlig handlungsunfähigen Menschen, die vorher ihr Leben fest im Griff hatten. Katastrophale Schicksale. Neurologische Symptome, Herzbeschwerden, vielschichtig. Das Verstörendste ist, sobald ich die zur weiterführenden Diagnostik schicke. Es wird in den Antwortbriefen noch nicht einmal das Wort Impfung in den Mund genommen. Es wird einfach weggeschwiegen. Es ist irre. Jan Raab musste wieder zu seinen Eltern ziehen. Im Netz sieht er, dass es viele ähnliche Schicksale gibt. Ich werde mein Studium abbrechen müssen. Aus dem einfachen Grund, dass im späteren Berufsleben eine 60-Stunden-Woche die Regel ist, und das werde ich niemals wieder schaffen können. Familie Raab hat eine Selbsthilfegruppe gegründet, um Hilfe zu finden für sich und andere.